Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Um zu erfahren, was wir bis hierhin alles erlebt haben, solltest du dir die vorherigen Folgen anschauen. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann lass doch einfach mal ein Däumchen unter dem Video. Ich würde mich freuen. Und nun viel Spaß. So, jetzt haben wir hier 62 Meter haben wir jetzt hier. Muss die echt alle durchsuchen? Okay. Overgrown pile of wood. Dieser kleine Holzstapel liegt schon eine Weile hier. Er ist von Pflanzen überwuchert und. Reiße den Efeu herunter und räume die obersten Stücke zur Seite. Du bemerkst eine kleine Lücke unter deren oberste Holzschicht. Schiebe deine Hand zwischen die Holzstücke und taste, ob es dort etwas Interessantes zu finden. Schaue hinein. Aus den eingetrockneten kleinen Köteln, Nüssen schließt du, dass sich hier mal ein kleines Tier versteckt hat. Gott sei Dank habe ich nicht reingefasst, nur geguckt. Gott sei Dank habe ich nur geguckt. Gott sei Dank. Oh. Davon hat Andrea schon immer geträumt, in Haufen rumwühlen. Habe ich sogar schon gemacht. Aber die waren klein, die Häuflein. Aus einem eingetrockneten Kötteln ist eine Bababa. Stecke deine Hand vorsichtig rein. Ich will die nicht. Jetzt muss ich die doch reinstecken. Oh Gott. Deine Hand findet ein großes, hartes Stück Holz, das nicht zu den morschen, alten Stücken passt, die es umgeben. Das Stück hat eine seltsame Form. Du kannst es leicht greifen und herausziehen. Also finde ich das Pferd jetzt gestückelt in allen Dingen, oder was? Alter Daus. Wo ist denn Karl-Heinz gekommen? Ich sehe Karl-Heinz gar nicht. Ja, Karl-Heinz watcht nur. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Karl-Heinz. Nein, nicht Brett stehlen. Untersuchen. Du näherst dich einem Haufen Holzabfälle. Er enthält eine Vielzahl zerbrochener Gegenstände, die von den Bewohnern Klonizas weggeworfen wurden. Durchsuche den Haufen nach allem, was irgendwie nach einem Holzspielzeug ähnlich. Du durchsuchst den Müll, hebst ausrangierte und kaputte Bretter ebenso auf wie kaputte Wagenräder, als dir ein unscheinbares kleines Stück Holz ins Auge fällt. Nimm das kleine Stück Holz zur Hand und sieh es dir genauer an. Es ist ein kurzer, sorgsamer, polierter Stock. Er sieht aus wie der Griff eines Spielzeugpferdes. So, jetzt habe ich alle zusammen. Jetzt habe ich alles zusammen. Wo ist der Junge? Da hinten irgendwo. Das kleine Schweinchen. Igitt, du hast deine Hand in einen Haufen gesteckt. Hoffentlich kein Hundehaufen. Doch, doch. Aber es musste ich zu Untersuchungszwecken. Ich habe dir gesagt, ich kann es. Es kann nicht gefunden werden. Tatsächlich habe ich es gefunden, aber in Einzelteilen. Machst du dich über mich lustig? Es wurde in drei Teile zerlegt und jedes wurde mit einem anderen Stapel versteckt. Das Pferd ist ziemlich gut im Versteckspielen. Es hat es sogar geschafft, sich beim in Teile zu zerlegen. Tatsächlich habe ich es gefunden, aber in Einzelteilen. Das ist unmöglich. Du schummelst. Ich will kein kaputtes Spielzeug. Wirf es weg. Keine Sorge, es sind nur drei Teile. Tada, schau, ich habe es schon wieder zusammengesetzt. Oh, es ist repariert, aber jetzt bekomme ich kein neues. Wow, wow. Beruhige dich, Junge, lass uns eine Abmachung treffen. Ich behalte das Spielzeugpferd und sage deinen Eltern, dass es verloren gegangen ist. Nein, das ist gelogen. Ich kann weinende Kinder nicht ausstehen. Wenn das so ist, gehört das Spielzeug jetzt mir? Nein. Behalte das Pferd. Eines Tages bekommst du sicher ein neues. Und dann hast du zwei. Das finde ich gut. Dann habe ich zwei? Ja, das ist ja noch besser. Eine bessere Idee. Haselnuss sieht müde aus. Bring ihn zu meiner Mama.
Sicher, ich will ja nicht, dass du dich unterwegs verletzt, weil du auf dem einem abgenutzten Spielzeug galoppierst. Ich sollte jetzt nach Hause gehen. Mama macht sich sicher Sorgen. Außerdem habe ich Hunger. Ich bin sicher, sie hat ein paar salzige Knabbereien. Bestimmt hat sie die. Lauf nicht wieder zu weit von zu Hause weg. So, haben wir das jetzt fertig? Jetzt muss ich mit ihr nochmal sprechen, ne? An dich möchte ich am liebsten am Schlawitzel nehmen. Freund Blase. Ja. Glaubst du's? Freund Blase, wo war denn das hier? Die saß doch hier irgendwo. Ah, jetzt gäbe sie. Die macht sich, aber ganz ehrlich, die schickt mich raus, ihr Gör zu holen. Also wirklich jetzt mal. Wie ist es dir mit meinem kleinen Schweinchen ergangen? Von nun an sollte Wieslaw in der Nähe der Siedlung bleiben. Also wird er nicht mehr verloren gehen? Was hast du getan? Oder besser gesagt, was war da hinten so interessant? Er hat sein Spielzeugpferd auseinandergenommen und ihn in ein paar Holzstapel versteckt, ist richtig. Holzstapel, da kann man alles Mögliche finden. Er wollte Aufmerksamkeit, aber ich habe ihn zur Vernunft gebracht. Nö, das Erste ist ja richtig. Bin ja nicht seine Erziehungsberechtigte. Dieses Pferd schon wieder. Seit einer ganzen Weile geht es ständig kaputt. Das Spielzeug wurde von meinem verstorbenen Vater gemacht, der ein begabter Holzschnitzer und Künstler war. Es war mein Mann... Es war meinem Mann immer ein Dorn im Auge, weil er lieber sehen würde, dass Wieslaw ein Jäger wird und kein Holzarbeiter. Bin wieder zusammengesetzt. Hier ist es. Ich verstehe, in diesem Fall ist es gut, dass es euch später nicht länger stören wird. Ich habe das Pferd mitgenommen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Zufälligerweise habe ich das Pferd wieder zusammengesetzt. Hier ist es. Oh, in der Tat, nun... Mein Mann wird sich wieder beklagen. Vielleicht gebe ich es irgendwann den Holzfällern, damit sie es reparieren können. Bis dahin nimm bitte diese salzigen Knabbereien als Zeichen meiner Dankbarkeit. Sie werden nach einem Familienrezept gemacht. Wenn dir nach mehr davon ist, kann ich dir welche verkaufen. Ich bereite sie in jeder Jahreszeit frisch zu. Danke, wenn sie mir schmecken, komme ich zurück und hole mir mehr. Und jetzt geh mal ins Inventar, Andrina, wo du die Salzstangen hast. Salzstangen. 5 Stück, eine bringt 5. Jetzt schau mal, was sie machen. Das ist so gut. Hat mehrere, es hat nicht nur die, ich glaub. Besonderer Gegenstand, eine salzige Backware, die von der verkauft wird. 5 Nahrung, 20 Wasser, 600... Effektdauer und 50% geringerer Lebensmittelverbrauch. Mhm. Jetzt hat noch andere, glaube ich. Schau mal dort, wo du runterscrollst. Es hat noch andere auch noch. Nee, es ist alles. Nein, schau mal. Scroll mal runter bei der Nahrung. Bei der Nahrung. Ja, dort. Du mal anschauen. Ist alles auf 100%? Nein, weißt du. Ich hab's noch mehr Stangen. Schau mal beim Säckchen oder bei den Pokal oben. Ich habe 3 verschiedene bekommen. Ist eine verbrannte Schrift? Nö, ich hab nicht. Weiter. Beim Essen? Auch nicht. Nur die. Ja. Mehr ist hier nicht. Die Sprüche von den Kurzen sind immer super. Ich habe mir nicht in die Hosen gemacht. Ich laufe immer so. Wenn ich in die Hosen. Ja, die haben zum Teil sogar lustige Sachen. Ja. So. Und zeigt auf die Antworten drauf an. Jetzt komme ich aber trotzdem nach Hause. Jetzt will ich hier nicht mehr. Ja, schau mal nach einer Nase, Andrina, für dich. Nach einer was? Nach einer Nase. Wo sitzen ja, die denn? Wenn du schon dort bist, ja. Wo sitzen die denn? Waren die hier auf dieser Seite oder auf der anderen Seite? Da vorne? Nein, die andere Seite. Andere Seite war klar. Retour. Geh retour. Retour? Nein, nicht retour. Da.
Schau mal, was wir brauchen, was für ein Arbeiter. Hallo, Sevier, nein, hier gibt's keine. Also. Ah, hier haben wir Bogenschießen gemacht, ah, guck, ja. Also, die haben ja auch einen Wall, ne? Eine. Jäger haben wir zwei. Ein Koch, ein Fischer. Also, wir können brauchen. In der Scheune können wir jemanden brauchen. Nee, Scheune bin ich. Ja, du bist aber. Du bist ja für die Außenarbeiten zuständig, oder? Ach, bin ich das? Ja. Kannst auch drinnen. Aber ich finde nicht, wo die hier sitzen. Doch hier. Draußen. Nein, hier über die Brücke. Nein, über die Brücke drinnen. Mal. Ratumila ist hier. Nein. Über die Brücke? Nein. Über die Brücke drinnen. Wieder raus und jetzt links. Ach, da hinten ist das Lager. Ja, ja. Über die Brücke, schreibt Andreas auch. Man sollte vielleicht mal was lesen. Oder da kommt zuhören. Der Jäger. Hey, ja, ja. Höre zu. So, wir haben jetzt zwei männliche und zwei weibliche. Achso, warte, ich schaue. Edward mit den hier Scherenhänden. Drei weibliche haben wir sogar. Also in der Werkstatt. Edward ist Jagd und Fischen. Nein, das haben wir schon, Jagd und Fischen. Und hier, Nidamir, ist Vögel. Vögel? Also, ja, Landwirtschaft. Also Tiere, Landwirtschaft. Ja, für den Schweinestall können wir, wenn wir dann ein Schwein holen, könnten wir dann jemanden brauchen. Also ansonsten sind hier nur Frauen. Ich glaube, Frauen haben wir jetzt schon. Oh, die ist aber gut. Lamberta, die ist aber gut. Ja, wenn sie gut sind. Aber die kannst du nicht heiraten. Ja, wir können die da. Also warte mal schnell. Schweinestall und. Nee, er ist noch früh. Wir haben ja noch keine Leine. Olga ist auch gut. Lamberta und Olga sind beide Werkstatt gut. In der Werkstatt können wir auch noch jemanden rein tun. In der Werkstatt. Im Brunnen, aber der Brunnen ist eigentlich nicht so. Scheune. Wir Scheune. Brauchen Männer, ne? Wir brauchen Männer oder Frauen? Ja, kannst auch mal eine Frau nehmen, wenn sie gut ist und drin. Das ist nachher mein. Guck mal im Stream, was sagst du zu Lamberta? Frag sie mal, was sie gerne macht. Frag sie. Ja, die ist super. Hey. Alles 2, 2, 3. Unterhalten. Frag sie mal. Was beschäftigt dich im Moment? Hast du jemals in Erwägung gezogen, einfach alles hinter dir zu lassen und dich irgendwo in der Wildnis zu verstecken? Mit einem kleinen Häuschen im Wald wäre ich schon zufrieden. Das Beste daran wäre, keine Steuern. Wie war dein Tag bisher? Bei dem Gedanken an die Vorräte, die für den Winter gesammelt werden, läuft mir das Wasser im Munde zusammen. Ich hoffe, dass die Ernte von diesem Herbst ausreichen wird, um meinen Bauch die ganzen kommenden kalten Tage zu füllen. Worin bist du besonders begabt? Ich kann einen hüpfenden Hasen aus großer Entfernung und sogar gegen den Wind noch treffen. Deshalb nennt mich jeder Adlerauge. Das nehme ich mal als Kompliment. Jetzt geh mal in die Schwierigkeiten. Warte mal, ja, die Schwierigkeiten, ja. Ich finde, dass mein Schicksal nicht sein sollte, die Axt zu schwingen oder mit der Spitzhacke zu hacken. Ja. Ich wurde für feinere Dinge geboren. Und jetzt frag sie nochmal, was sie gerne macht. Manchmal kommt was anderes, weißt du? Frag sie. Nein, ist das Gleiche. Mal. Aber wir können sie ja mal in die Werkstatt tun. Vorübergehend. Und dann haben wir dann, wenn eine Jägerin schwanger wird, wieder eine bereits. Dorf, wenn du willst. Eigentlich bin ich dafür, dass wir zu unseren Frauen mal langsam Männer stecken. Das passiert eigentlich nicht, ja. Geht's auch schnell los mit. Aber ich glaube, dass für die Anstellung der Männer, glaube, bist du besser geeignet. Weil wenn ich nach Nase gehen würde, dann würde ich die alle hier lassen.
die Männer hatten nicht genug Punkte drin. Nee, die waren noch weniger teilweise. Das ja. war wirklich, das war nuscht. Das kommt vielleicht auf die Jahreszeit. Was sind wir jetzt, in der ersten Jahreszeit oder in der zweiten? Was sind wir? Dritte. In der zweiten. Herbst, ne? Nein, jetzt sind wir im zweiten Jahr. Hä? Ja. Erst, ja, wir sind oh ja noch früher. Wir sind erst im zweiten Jahr, Andrina. Ja. Ja, Pilz. Das ist ja noch früher, du. Wir haben schon so viele Häuser. Ja. Das geht nicht, das geht nicht. Ich muss nach Hause, Stein, ne? Stein braucht man dringend, Andrina. Stein, ja. Ne? Ja, ich bin am Sammeln wie verrückt, aber... Warum machst du nicht im Grab umstücken, dass sie ja mehr Steine machen? Ja, weil wir dann fürs andere haben wir schon gemacht, glaube ich. Haben wir schon eingestellt. Warte, ich schau nochmal. Schuppen, wo bist du? Holzgrabungsschuppen. Das haben wir schon so eingestellt, eigentlich. Okay. Also, wir haben Steine haben wir 70%. Ja, da müssen ja ein paar da sein, ne? Theoretisch, aber sie sind schon weg gewesen. Das war bestimmt Giulio wieder am Werk. Wenn die, weißt du, wenn die da sind und gleich wieder weg, war bestimmt Giulio am Werk. Nein, nein. Was heißt hier nein, nein? Jawohl. Wie meinst du, ich rausgenommen? Nein, nein, ich kann ihn nicht tun. Das ist wie mein Geld, das verschwindet auch. Auf mysteriöse Weise. Das ist familiebedingt. Familie kostet nur Geld. Ja, ja, wem sagst du das? Wem sagst du das? Ja. Also ich habe jetzt 80% Steine eingestellt. Nach dem Pflanzen zu urteilen, müsste Herbst sein. Oder ja, habe ich Herbst, mich versehen? Ja, ja, es ist tatsächlich. Also würde ich jetzt auch sagen, ne? Aber ich muss ja jetzt erstmal der Frau Ogilio einen teuren Pelz nach Hause bringen. Ja, ja, stimmt. Ah, schön geschenkt. Hast du gesehen, wie die Hexerle hat wieder geschrieben? Ah, nee, habe ich noch nicht. Ja, ja, jetzt wird wieder in der Suppe gespuckt. Wir erhöhen das Volumen vom Endprodukt. Aber Andrinas Discord-Channel findest du nur Kanäle zum Spielen. Nicht nur Kanäle zum Spielen, sondern auch einen leckeren Rezept. Mit leckeren Rezepten zum Nachkochen. Schau vorbei und werde Teil der Community. Sehr, sehr schlecht vorgelesen, aber sehr, sehr geil geschrieben. Sehr, sehr. Was? Kleptomanie? Das habe ich auch, ja. Was hast du für die Kohlsuppe gebraucht? Schüssel oder Teller? Schüssel, hä? Schüssel? Ja, die wollte ich mal. Ja, dann mach. Ja, ja aha, mach. Willst du es machen? Nein, nein, ich habe noch Hafer und Weizen zu knopfen. Ich kann eben die. Ich kann die Waffen nicht machen, wenn du mir nicht freischaltest. Also die feinen Kupferwerkzeuge. Ich kann ohne Geld nicht freischalten, Andrina. Das ist ja sehr bedauerlich. Ich dachte, ich könnte dich übergehen. Ich wollte es heimlich machen, aber es geht nicht. Ich habe es ausprobiert. Es ging einfach nicht. Und zwar Kupferaxt und Kupferhammer hätte ich gerne. Was? Wo wohnen wir? Bei Andrina. Bei Andrina. Neben. Ja, da, look. Warte. Warte. Uno momento, por favor. Un momento. Ich muss einmal lachen. Sagen ja Uno, weil eins ja Uno ist, oder? Aber im Italienischen sagst du ohne das O. Un momento. So. Ja, ich habe gedacht, ich muss es mal sagen, weil das könnte un ja momento. Un momento, prego. Das vergiss es. Bleib bei meinem. Prego ist nicht schwer. So, komm mal hierher zu Hause. Ich? Schon wieder schlafen? Nein, du sollst zu Hause kommen. Ich will nicht schlafen. Nein, das heißt nach Hause kommen. Ja. So. Ja. Understand. So, ich bin da. Uhu. So, guck da in die Kiste. Jetzt gibt es feine Jacke. Ja. Wow, super, danke vielmals. Ja, 10 Euro, wenn du gleich bezahlst, 20. Oh, wenn ich frech bin, nehme ich das Geld raus, du, pass auf. So, ich muss mal die Pilze wegpacken. Drina. Die erste kann man auch singen. Ja, das stimmt. Ich wollte das machen, aber ich habe Angst, dass ich so gut singe, Hexelle, dass mir das dann bei YouTube um die Ohren fliegt. Nein.
dass du nachher immer singen musst. Andrina, ich könnte jetzt stinkfrech dein Geld klauen. Das habe ich dir dahin getan. Ganze Geld? Ja. Ei. Da kannst du mal sehen, wie ich bin, ne? Ja. Alles für mich. Alles für dich. Wow. Ich hab noch eine Holzschale. Kohlsamen, Karottensamen. Geld habe ich noch nie überkommen, du. Was? So viel Geld habe ich noch nie bekommen. Ja, aha, kannst du mal sehen. Guck mal, wie schön du. So bin ich. Pelz, ein Pelz, Mann, ein Pelz, eine schöne Weste, plus noch Geld, ja. Yeah. Ja, ich bin eine gute Ehefrau. Ja, wirklich. So. Also. So, ich habe die Pilze mal reingemacht, hatten die Pilze bei, die kann jetzt auch Pilze kochen, ne? Ja, ich tue die auch noch ins Nahrungsmittellager. Ich habe für dich extra noch Steinpilze gesucht. Oder nicht? Liebe Giglio. Ja, was? Ich habe ein Anliegen. Ja. Können wir ein Lagerfeuer mit ein paar Bänken machen? Ah ja, das können wir jetzt freischalten, wenn wir Geld haben. Ja, das wollte ich ja auch schon lange. Oder machen wir, oder können wir doch jetzt noch machen, oder? Ja. So dunkel ist es ja noch nicht. Nein. Es ist ja das Feuer. Aschermatte 150, ja super. Ja, jetzt wird wieder in die Suppe gespuckt. Wir erhöhen das Volumen vom Endprodukt. Also Brennholz muss ich schnell machen. Ja, jetzt habe ich auch noch einen Ohrwurm im Fall. Was Andrina alles mit sich rumschleppt und ich, Idiot, baue extra ein Materiallager. So viel ist doch da gar nicht drin. Wir haben das Material locker. Ja, ich müsste eigentlich noch, ich mache jetzt morgen, werde ich noch ein bisschen das Weizen und den ganzen Samenscheiß loswerden und dann ist da nicht mehr so viel drin. Ja. Weiß gar nicht, was du hast, Andreas. Willst du das Feuer setzen? Oder? Nein. Willst du es? Ich gucke dir gerne beim Arbeiten zu. Ein bisschen mittig, oder? Ja, ich würde ein bisschen mittig, ne, damit jeder da... Wo ist echt mittig? Da fragst du die Richtige, weißt du? Ja. Warte mal, die Mitte sollte eigentlich der Brunnen sein. Ja, dann ist der Brunnen hier. Aber beim Brunnen, das würde ich jetzt... Nein, aber einfach so hinten, weiter weg, aber mittig. Ja, nein, mittig ist ja eigentlich auch da. Da bin ich im Stamm, ja, das ist mittig. 100 Steine habe ich in der Tasche? Ja, du brauchst noch... Warte, wenn wir es da unter dem Baum... Nachher, wenn es nachwächst, sieht das wunderbar schön aus. Ja, mach mal. Warte, ich mach's mal da. Ich habe Steine in der Tasche, sowieso viele. Und dann gar nicht gesammelt. Da tun wir noch die Bank freischalten, dann haben wir Geld. Tatsächlich. Haben. Dann kannst du schauen, welche du willst. Wo. Das ist mir egal. Das ist mir wurscht. Hauptsache, meine Leute dürfen sitzen. Ja, das habe ich auch gern. Das liebe ich auch. Ich finde das nicht immer schön, wenn die abends am Lagerfeuer sind. Ja. Warte mal, ich muss ein bisschen rüber. So. Ist das etwa da, hä? Siehst du es? Ja. Ist das gut da? Ja, ich würde sagen. Oder soll ich noch mehr nach hinten? Wegen den, nee, aber denken? Hier sind die Büsche. Hier sind die... Ah, da muss ich noch ein bisschen hindern. Weil wir aber das sind keine Bärenbüsche, oder? Nee, das sind normale, oder? Mal, das sind gerade Bärenbüsche. Oder? Sind das Bärenbüsche? Also. Nee. Das da ist okay. So. Jetzt müssen wir schauen, welche Bank das wir freischalten können. Überhaupt. Ah, das ist ja. Also, das wäre. Jesus, Gott, 500 die billigste. Die billigste ist 500. Das ist ja noch frech. Dann gibt es geräucherte Beeren, ob die schmecken? Ich weiß nicht, Andreas. Ich weiß nicht. Schon Bank. Ich hoffe, liebe Hexerle, ich bin dir dann mit meinem Gesang gerecht geworden.